Am 22. Juli 1848 eröffnet Erzherzog Johann in der Wiener Spanischen Hofreitschule den konstituierenden Reichstag der kaiserlich-königlichen Monarchie Österreich-Ungarn. Die ersten Sitzungen der neu geschaffenen Volksvertretung sind durch heftige und fruchtlose Diskussionen der 383 Deputierten aus allen Teilen des Vielvölkerstaates gekennzeichnet. Nur über den Antrag des jüngsten Abgeordneten, des 25-jährigen Studenten Hans Kudlich, auf Aufhebung des bäuerlichen Untertänigkeitsverhältnisses erfolgt ein einhelliger Beschluss. Die Bauernbefreiung bleibt damit auch die einzige dauerhafte Errungenschaft der österreichischen Revolution des Jahres 1848. Ihren Anfang nimmt die Volkserhebung im Umfeld politischer Aufstände in Deutschland und Frankreich. Als der kaiserliche Hof in Wien alle Bittschriften und Forderungen nach Pressefreiheit, freien Wahlen und Volksvertretungen missachtet, stürmen aufgebrachte Studenten und Bürger am 13. März das niederösterreichische Landhaus in der Herrengasse. In den Vorstädten zerstören Arbeiter die Maschinen in den Fabriken. Schließlich geht das Militär brutal gegen die Demonstranten vor. Die Zusammenstöße fordern 45 Todesopfer. Die drohende Revolution zwingt jedoch den kranken Kaiser Ferdinand I. zum Handeln. Er entlässt den gefürchteten Staatskanzler Clemens Wenzel Fürst Metternich, dessen rigorose Unterdrückungspolitik das politische und gesellschaftliche Leben der Donaumonarchie fast 40 Jahre lang geprägt hat. Metternich flieht nach London. Weiters ordnet eine kaiserliche Proklamation vom 15. März die Schaffung eines Staatsministeriums, die Aufhebung der Zensur und die Bildung einer Nationalgarde an. Der anfängliche Jubel der Bevölkerung weicht aber bald Entrüstung und Enttäuschung. Die von oben ohne Mitarbeit von Volksvertretern verfügte neue Verfassung erfüllt nur einen Bruchteil der erhobenen Forderungen. Es kommt zu Massendemonstrationen und Verbarrikadierungen in der Hauptstadt. In den Straßen verbünden sich Bürger und Studenten mit den Arbeitern und Kleingewerblern, deren soziale Lage mit der fortschreitenden Industrialisierung unerträglich geworden ist. Das Kaiserhaus hat nur mehr einen einzigen Verbündeten, die Armee und ihre starken Oberbefehlshaber. Als auch in anderen Teilen der Monarchie die Rebellion losbricht, greift das Militär kompromisslos durch. Der greise Feldmarschall Radetzky fügt den Aufständischen in Venetien und in der Lombardei vernichtende Niederlagen zu. Fürst Windischgrätz schlägt den Prager Pfingstaufstand blutig nieder. Und der kroatische Banus Jelacic bereitet seine Truppen auf das Eingreifen in Ungarn vor. Aber auch in der Hauptstadt kommt es immer wieder zu Erhebungen, die schließlich in der Oktoberrevolution ihren blutigen Höhepunkt finden. Ein Grenadierbataillon weigert sich, gegen die rebellierenden Ungarn zu marschieren. Nationalgarde, Arbeiter und Studenten schließen sich den Meuterern an. Die Gemetzel breiten sich bis zum Hochaltar der Stephanskirche aus. Der Kriegsminister Graf Latour wird von der Menge gelyncht. Schließlich flieht der Kaiser mit seinem Hof nach Olmütz. Die aus allen Teilen der Bevölkerung rekrutierten Nationalgarden verbarrikadieren sich unter der Führung des ehemaligen Leutnants und Schriftstellers Wenzel Messenhauser, um Wien gegen die kaiserlichen Truppen zu verteidigen. Doch die Revolutionäre, unter ihnen auch Künstler wie Johann Nestroy, verstehen nichts vom Kriegshandwerk. Sie können die Stadt nicht gegen die heranrückenden Armeen von Jelacic und Windischgrätz halten. Am 31. Oktober ist alles vorüber. Etwa 2000 Rebellen sind gefallen, ihre Anführer werden standrechtlich erschossen. Als der 18-jährige Franz Josef im Dezember den Thron besteigt, sind die Spuren der Revolution im Kaiserreich bereits weitgehend beseitigt.